auf den Sack. Mann. Ich geh nachher Ärger wegen dir, ne? Nicht, nee. Shanti sitzt auf dem gepackten Koffer und Daniel Prinz wird sie bald holen. Sie kaut mein Freund auf etwas Rotkohl und jaut schönen Song vom Dieter Bohlen. Sie ist genervt und drückt Tabak in die Stoppmaschine. Und mit jeder Strophe von Shanti verdüstert sich in seine Miene. Der Chef provoziert, bis er die Fassung verliert. Doch er hat nur ein Interesse, wann hält diese dumme Fotze endlich hier. Und Meister Scholz komplettiert ihr heute den Maskenball. Er schaut und spricht. Was machst du da mit dem Stein? Hört ihr nicht danach auf die Fresse liegen? Hey, hab ich euch gefragt, ob ihr mich danach auf die Fresse liegen sollte. Aber anscheinend legt sich drauf an, ne? Da sieht man, wie die Kranken sind. Jetzt kommen die ganzen Leute von Uwe hier rein. Bulldog ist da, Nikolai ist da. Bulldog habe ich schon ewig nie mal gehört oder gesehen. Geschweige Nikolai. Aber ganz ehrlich, was sollte das denn eben mit dem Stein? Soll ich mich nachher auf die Fresse legen? Ich rede mit dir. Aber ich jetzt nicht, du siehst doch, was ich mache. Ich will eine Antwort haben. Wolltest du drauf anlegen? Das gehört zur Show, Basti. Das ist keine Show, das ist eine Abartung von euch. Und du bist so behindert und machst sowas auch. Weißt du, wie gefährlich sowas sein kann? Wie, du warst 4 Wochen in Japan. Ich sag ja, wie krank soll sein, jemanden zu gefährden? Weißt du, was ich gerade schon gehört? Ich nehme mal die Sicherung raus. Was? Ich hab gerade schon, wenn die Sicherung mal rausfliegt. Ja, mach ruhig. Zieh da raus, nicht rum, mir doch egal. Dann bezahlst du aber den Ausfall. Wenn mir der Ausfall nicht bezahlt, hätte, dann wer hätte das denn bezahlt? Schönen Gruß vom Bulldog, du solltest dich mal nicht anstellen. Weißt du, was dein Bulldog oder was das eben da ist? Das ist ja, ja? Danke, bei Heiberschwein! Wo wir mal nicht drum vorbei, auf lieber auf Tacho. Aber nicht mal auf die Uhr, nehmen wir die Uhr zu nehmen. Was ist denn mit dem Stuhl los? Alles okay? Ja, ich habe dich gefragt, warum sie die Steine genommen hat. Und die Antwort von den Udis war, das gehört mit zur Show. Bachi und ich haben uns in Discord vom Ponzi kennengelernt. Wie würde Uwe jetzt sagen? 88. Es gibt die Konferenz. Ja, ich mag auch Grießbrei, aber mit Milchreis kann man mich auch verjagen. Und noch, am besten noch Zimt dabei.